So, lieber Radfix, jetzt sind wir hier bei der Innovation dieser Messe angekommen. Und zwar ist das ein Gerät zum gezielten Ausstechen, besser gesagt Ausbohren von Unkraut auf Rasenflächen. Und für diese innovative und echt coole Idee hat die Firma Natuition aus Frankreich. Natuition aus Frankreich, danke Herr Kemmerich, die Goldmedaille der Demopark bekommen als innovativste Ideelösung für Rasenpflege. Und im Prinzip funktioniert das wie ein Mähroboter. Und in diesem Mähroboter ist jetzt kein Mähwerk, sondern eine Bohreinheit und eine Kameraeinheit, um die Unkräuter gezielt zu erkennen und auszubohren, also zu entfernen. Genau, also das Gerät kommt aus Frankreich, aus La Rochelle, einem wunderbaren Ecke aus Frankreich. Der eine oder andere kennt es vom Urlaub. Ja. Zwei findige Ingenieure haben sich da zusammengefunden und sich der Thematik gestellt, was mache ich denn mit dem Unkraut nach der Zeit, wenn ich keine Herbizide mehr ausbringen darf. Das ist ja genau das Thema. Es wird in kurzer Zeit keine Pflanzenschutzmittel mehr für Rasenflächen geben. Die werden alle auslaufen, sind nicht mehr zugelassen. 2025, sagten Sie. 2024 teilweise Verkaufsende, 2025 Einsatzende. Genau. Also auch man darf letztlich 24 jetzt noch 100 Liter zulegen und dann sagen, gut, das reicht mal bis zum Ende mal der Laufbahn von mir, sondern ich muss wirklich aufhören mit dem Einsatz der Herbizide auf öffentlichen Flächen. Genau. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Wir wollen alle umweltbewusster sein, also braucht man technische Lösung. Und das ist eben genau so eine Lösung, um trotzdem noch eine schöne Rasenfläche zu bekommen, ohne Unkräuter. Und wie macht das die Maschine jetzt? Genau, also wir haben hier ein Kamerasystem eingebaut und ein Beleuchtungssystem, dass ich optimale Lichtverhältnisse habe für die optimale Analyse. Die Kamera positioniert sich in der Mitte, scannt den Bereich, erkennt ein Unkraut, fährt hin, okay, du bist ein Gänseblümchen, was mache ich jetzt? Er positioniert sich. Und dann fängt er an zu bohren. Sie sehen jetzt, der Bohrer geht raus. Ja. Sieht man ihn unten? Sieht man ihn von unten? Von hier. Und der Bohrer geht wieder rein. Verschiedene Werkzeuge. Das geht natürlich ganz schnell. Also. Genau. Okay. Er positioniert sich also wirklich in der Geschwindigkeit. Bohrt rein, bohrt raus. 5 Sekunden hier Bohrvorgang. Er kontrolliert noch und geht dann im Prinzip zum nächsten Unkraut. Und weil er hat ja durch das Scannen, weiß er ja, okay, ich bin jetzt zwar hier, aber ich weiß genau, hier ist noch eins. Dann gehe ich zu dieser Position. Hält die Maschine an, also fährt sie also praktisch getaktet, immer von getaktet, einer? Ja. Oder fährt sie kontinuierlich? Wenn sie eins erkennt, bleibt sie stehen. Okay, bearbeitet. Es kann auch durchaus sein, dass er mal 30 Sekunden arbeitet, wenn da einfach 6 Pflanzen da sind. Es können auch 2 Minuten sein, wenn da 30 Gänseblümchen oder auch breitwegerig da sind, kann das durchaus sein, dass er auch mal eine Minute stehen bleibt. Ja. Es wird gescannt, ist da eine Pflanze, die nicht da sein sollte, und das ist ein Unkraut, fährt mit der Kamera zu diesem Unkraut hin, analysiert, was für ein Unkraut da ist. Was für ein? Also auch ein Löwenzahn oder ein Wegerich oder ein Gänseblümchen und entscheidet dann, was muss ich denn durchführen. Der Löwenzahn muss ich senkrecht reinbohren. Jeder weiß, hat eine Pfahlwurzel. Ja. Beim Gänseblümchen weiß auch der eine oder andere, die gehen ein bisschen nach rechts oder nach links raus. Und somit muss ich mehrmals bohren. Okay. Bohren durch 6 cm tief, 4 cm tief, je nachdem, in welcher Gegend ich da bin. Ich bohre rein, ich entferne das, ich jäte so quasi das Unkraut. Und die Kamera kontrolliert den Arbeitserfolg. Ist er da, passt, dann gehe ich zum nächsten. Ist er nicht da, muss ich nochmal bohren. Okay, und was macht das Gerät dann? Dann entstehen da überall Löcher auf der Rasenfläche? Es entstehen vom Grundsatz her überall Löcher auf der Rasenfläche, aber ich hole ja das Material raus und ich lasse es oben drauf liegen. Die Pflanze trocknet ab, die Wurzel trocknet ab, die Wurzel wird zerstört, kann sich nicht mehr reproduzieren. Und wenn ich dann auf dem Sportplatz mit dem Striegel drüber gehe zum Beispiel, dann habe ich alles wieder weg. Genau. Und dann habe ich noch gelernt, das Gerät, das sät auch nach. Das heißt, große Schadstellen werden auch direkt von der Maschine nachgesät. Genau. Wir haben hinter der Bohreinheit die Nachsäeinheit. In dem unteren Bereich sehen Sie ein Zellenrad, das ist mit einem kleinen Elektromotor angetrieben. Und entsprechend der Samenanzahl, die Sie ausbringen möchten, können Sie einstellen über dieses Zellenrad, wenn es mehrmals
sich dreht, kommt mehr Samen raus. Also dort, wo rein gebohrt ist, habe ich die Möglichkeit, mit einem optionalen System Grassamen einfach abzulegen. Ich tue 8 bis 10, 12 Grassamen ablegen. Einer Grassamen fällt nach unten, der ist verloren, wenn er ganz unten im Loch liegt. Aber die große Anzahl liegt irgendwo oben drauf. Und hier kann der neue Pflanze wachsen. Und gerade beim Klee oder so, den ich ja nur abfräsen kann, sonst habe ich eine große braune Fläche, ist es wichtig, dass ich den über den Konkurrenzdruck möglichst das Unkraut nach unten füge. Sehr cool. Ist das Gerät schon im Einsatz? Kann man schon kaufen? Das Gerät kann man schon kaufen. Es ist auch schon im Einsatz seit 2 Jahren. Nicht in Deutschland, aber im Benelux, beziehungsweise auch im Luxemburger Bereich, Schweizer Bereich, laufen die Geräte schon bei Dienstleister. Die werden auf die Fläche gesetzt, brauchen natürlich eine gewisse Zeit. Und dann ist der Platz wieder super und es ist eine hochwertige Sportplatzpflege. Wenn ich einerseits hier den Violet habe für die Unkraut, vielleicht sogar einen Mähroboter parallel laufen habe, dann habe ich einen perfekten Platz. Okay, super. Herr Hemmerich, vielen Dank für die kleine Ausführung hier. Viel Erfolg mit dem Gerät wünsche ich Ihnen, wünsche ich euch. Und ja, wir werden das Gerät vielleicht auch bald irgendwo auf Sportplätzen und Fußballplätzen und Golfplätzen sehen. Das gehen wir davon aus, dass wir nach der Messe eine große Vorführtour machen und dann natürlich erfolgreich sind. Aber wir sind da auch guter Dinge, denn wir brauchen eine Lösung. Ja. Jeder möchte kein Herbizid mehr ausbringen. Jeder sagt, ich möchte nur noch Bio einkaufen. Und das gilt fürs Essen, aber halt auch für die Sportanlage, wo vielleicht meine Kinder drauf unterwegs sind. Super, Dankeschön. Gerne.